Herzlich willkommen für die heutige Rendezvous-Sendung. Wir sind auf der Terrasse von Stadtkirchen in der Altstadt von Biel. Nous sommes rendus sur la terrasse du Temple allemand en Vieille-Ville de Biel. Und dort gibt es ein ganz spezielles Jubiläum. Ce sont les 30 ans du travail de rue, Gassenarbeit, wo sie 30-jährige Jubiläum feiert. Also wir sollten gucken, was das ganz genau bedeutet. On allait voir un petit peu sur place de quoi il s'agit. Alors, le travail de rue est extrêmement important pour certaines personnes. Also, die Gassenarbeit ist ganz wichtig für verschiedene Personen. Markus Messi, dass wir mit dir dürfen über das reden. C'est vrai que c'est important de trouver quelqu'un. Markus est prêt à nous raconter un petit peu son histoire. Was ist die Vorgeschichte von Markus? Also, bei mir ist es so gewesen. Ich war lange in Deutschland, in Bayern. Dort mit einer Frau. Wir waren nicht verheiratet gewesen. Vier Kinder gezeugt. Und ich war 15,5 Jahre dort gewesen. Und nachher ist traurigerweise ein Unfall passiert. Ein Lastwagen hat einfach vier Familien, Auto, Platt gefahren. Und meine Familie, so gesehen, die auf München wollte, eine Flohmeldung. Und meine Frau hat das professionell gemacht, so, München. Dann hat sie unbedingt die Kinder mitnehmen. Zwillinge, das erste Mal. Das zweite Mal zwei Buben. Und dann habe ich gesagt, nein. Gela, das ist ein zu viel, da, Kisten und Zeug und dann noch Kinder. Und dann hatte ich irgendwie ein total blödes Gefühl gehabt. Und dann ist es auch passiert. Voilà, und nachher, als die gestorben sind, habe ich mir drei Tage einfach Kante gegeben. Und nachher habe ich einfach einen Fehler gemacht. Ich hätte zu bleiben. Und ich bin einfach davon gelaufen. Weil, seitdem bin ich nicht mehr nach Deutschland. Oder? Jetzt und nachher bin ich in die Schweiz gekommen. Ich hatte natürlich ein Obdach gehabt, ich wusste nicht, woher. Ich war schon draußen. Und zum Glück hatte ich immer einen Militärschlafsack, den ich nicht dabei hatte. Und dann bin ich sicher über drei Monate einfach dort. Ich weiß so quasi, dass ich mich nicht mehr gesehen habe. Und dann am Morgen bin ich abends eben so mit der Gassenküche offen gehabt, der Gassenarbeit, sagen wir so, was ist ja Gassenarbeit. Ja, eben. Haben sie mich eben vermittelt. Eine Einschloss ist noch zimmerfrei. Ich habe so ein Studio. Und sie haben eine riesige Wohnung. Ja, gut, 3,5 Zimmer, eine Teufelstrasse. 15,5 Jahre cool gelebt, als eine Kündigung. Und dann lande ich ausgerechnet bei Casa Nostra. Ich habe nichts gegen Casa Nostra, wohlverstanden. Aber einfach, sie haben mir immer gesagt, du bleibst höchstens 3 Monate hier oben. Wir wissen es, oder? Ja, über 50 Jahre habe ich drögelt, wie ein dummer Sie. Sicher. Und dann stecken sie mich unbedingt einfach wieder ins Drogenhaus, oder, wo man Heroin haben und Kokain und Schießtreck und alles. Und gut, wie gesagt, und dann ist halt dann da leider wieder weitergegangen. Und dann eben, haben wir mal mit der Desiree, ich war ganz am Anfang dabei von Gassenarbeit, die verwechseln sie immer. Ja, und dann hat sie eben gesagt, dort oben, ja. Alors, c'est vrai qu'une histoire de vie extrêmement particulière, puisqu'il a vécu un moment eh bien, en Allemagne, il était marié, respectant, il était avec une compagne, et cette compagne, malheureusement, ils ont eu un accident de voiture qui a fait que voilà, ben, la vie étant ce qu'elle est, eh bien, il a perdu une partie de cette famille-là, ce qui l'a amené après à venir en Suisse. Et puis, ben voilà, pour un petit peu cacher son chagrin, ce désespoir qu'il a eu, ben voilà, un petit peu de boisson, un petit peu de drogue aussi, et plus de travail, donc de vivre un petit peu dans des situations qui ne sont pas celles que l'on souhaite lorsqu'on est ben, un monsieur qui est un petit peu en détresse. Et c'est là qu'il a eu l'occasion eh bien, de tomber sur les travailleurs de rue qui ont fait en sorte de réussir à lui donner un petit peu d'espoir, mais c'est pas simple les jours, comme l'a compris dans ce petit interview que j'ai fait avec Markus. On l'a entendu avec Markus, c'est important d'avoir des travailleurs ou travailleuses de rue. Also ganz wichtig, dass wir Gassenarbeiterin haben. Esther, du weißt, so eine Gassenarbeiterin, wir gerade Markus gehört, also euer Lebenslauf, man muss sagen, wow. Und dank der Arbeit, die ihr leistet, das kann sehr, sehr helfen. C'est vrai que le travail qui est effectué par les travailleurs ou travailleuses de rue est extrêmement important. Wie spürst du die Entwicklung von der ganzen Arbeit, die ihr macht? Das ist, sag jetzt mal, schlimmer geworden? Hat es mehr Bedarf? Oder wie ist die Situation? Comment est la situation? Est-ce que c'est, il y a beaucoup plus de demandes?
Wir haben im Moment sehr viele Anfragen. Es ist so, dass wir eher eine Zunahme feststellen. Man kann es nicht ganz genau sagen, es ist immer schwankend und mal mehr, mal weniger. Aber im Moment seit längerer Zeit geht eher zunehmend. Ja. C'est vrai qu'il y a une évolution qui est malheureusement à la hausse, puisqu'on vit peut-être aussi une période qui explique pourquoi c'est un petit peu la hausse, raison pour laquelle bien, voilà, le travail est malheureusement de plus en plus fréquent. Also, wir sind schon angetan, ein paar Mal, wir sind auf der Terrasse hinter der Stadtkirche in der Altstadt von Biel. Donc, nous sommes sur cette terrasse du Temple Allemand et cette fête qui est organisée, il y a un de ses organisateurs, Benjamin, du bist einer von den Organisatoren von dem heutigen Tag. Wer sind die Leute, die kommen? Qui sont les gens qui viennent participer? Also, Mitglieder und Beitragsgemeinden, einzelne Leute, die wir eingeladen haben. Aber es ist ein öffentlicher Anlass. Also, es hat Leute vor Arbeit, die wir kennen, die wir eingeladen haben. Aber wir haben es öffentlich gemacht auf dem Internet, also auf unserer Webseite, auf Facebook. Also, wir wissen nicht genau, wer kommt, aber wir haben auch viel persönlich eingeladen. Genau. Also, il y a beaucoup d'invitations personnelles qui ont été envoyées. Aussi, bien sûr, les gens qui se sont eh bien, mis sur le site internet de cette organisation-là pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Wie ist die Interesse? Von sage jetzt mal, die Leute, die nicht ein Problem haben, die nicht auf der Straße sind, haben sie ein bisschen Respekt vor dem, sagen, oh, das ist nicht für mich, ich will gar nicht kommen. Wie ist es ich so? Es gibt beaucoup de Respekt de Personen, die sont peut-être sensibles à ces problèmes qui se passent dans la rue. Comment est-ce qu'ils réagissent? Non, je crois pas, parce que là, c'est assez mélangé. Et puis, il y a plein de gens qui viennent demander chez nous qu'est-ce qu'on fait. Et puis, je trouve pas qu'ils sont. Ils ont peur de venir maintenant fêter avec nous ce 30 ans. J'ai pas du tout l'impression. Also, was sehr, sehr gut ist. Aber dass die Leute nicht Angst haben, muss sagen, wir sind viel konfrontiert an einer Situation, die wir nicht gar nicht kennen. Aber wir wissen, es geht eben etwas. Wir kommen somit an das Ende von unserer Rendezvous-Sendung von heute. Dass ihr vielleicht auch wisst, die ganze Gassenarbeit wird auch unterstützt von verschiedenen Kirchen, von verschiedenen Gemeinden rund um Biel. Et c'est vrai que pour eh bien, financer aussi tout ce qui se passe au niveau du travail de rue, il y a différentes communes aux environs de la ville de Bienne, ainsi que les églises qui soutiennent justement cette organisation. Das war es für heute. Ça n'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bis nächste Woche. Tschüss zusammen.